Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Genji. Genji hat das Ganze am 31.12.2019 eingesendet an Silvester und ist der letzte Zoo für das Jahr 2019. Hat allerdings ein Update eingereicht am 25.01. Also wir haben eine relativ aktuelle Version von seinem Zoo. Aber ihr seht schon, wir hängen ganz schön weit hinterher, über einen Monat mittlerweile schon. Aber das liegt einfach daran, dass ihr so viele Zoos eingesendet habt. Vielen, vielen Dank dafür. Tut mir echt leid, dass dann einige wirklich lange Wartezeiten haben, aber ja, ich kann das leider nicht anders machen. Aber jetzt lese ich erstmal die E-Mail vor, die der gute Genji noch dazu geschrieben hat, denn er schreibt, oder sie, kann auch nur sie sein, weiß ich nicht. Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Okay, nee, ich glaube, es ist eher ein Er. Er schreibt auf jeden Fall, hallo Dandy. Ich habe für dich ein eingefrorenes Fahrrad und eine Schubkarre mit Tierfutter in einem Gehege für dich versteckt. Vielleicht findest du es. Ich hoffe, dir gefällt mein Zoo. Liebe Grüße, Genji. Und ja, mit diesen schönen Worten gehen wir jetzt in deinen Zoo, Genji. Und da sind wir auch schon im Zoo angekommen. Der Speicherstand heißt übrigens Park of Winter oder so. Werden wir aber gleich wahrscheinlich im Eingangsbereich sehen. Also ich gehe davon aus, dass dein Zoo dann so heißt. Und ich habe die Besucher auf 500 begrenzt. Du hattest die vor auf 2000, aber das war mir ein bisschen zu viel, weil die dann immer teilweise im Weg rumstehen. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit. Ab geht's in dein Zoo. Und der Zooname hat sich soeben geändert. Also der heißt Zoomania, dein Zoo. Ist das nicht auch ein Film? Ist doch so ein Animationsfilm mit diesem Faultier, was in so einem Amt sitzt, oder? Kann das sein, dass ich mich irre? Auf jeden Fall schöner Eingangsbereich. Habe ich so noch nie gesehen, mit so einem schönen Dach und schönen Holzbalken und Pfeilern. Sieht cool aus. Fällt mir. Oh, auch schöne Blumen. Hier zur Linken scheinst du noch nicht viel gebaut zu haben. Oh, aber zur Rechten geht's richtig rund. Oh mein Gott, was ist das? Wie cool. Das sieht ja richtig nice aus. Hier diese Gletscher, dann hier diese Eisbärenstatue, hier das Wasser. Oh mein Gott, wie cool diese Gletscher aussehen. Hammer. Oh, da kann man sogar oben rauf. Was macht er denn da? ETF. Okay, aber hier auch schöne Felsarbeit, schön mit den Blumen gearbeitet. Gefällt mir sehr gut. Und hier hast du erstmal zu Rechten einen Infostand. Finde ich cool. Da kann man sich direkt informieren. Ein relativ schlichtes Gebäude, sieht aber cool aus. Mit den Stützpfeilern hier, dem Schieferdach und diesen Steinchen, dann hier diese Holzwand. Oh, echt toll gemacht. Gefällt mir. Also das da vorne mit dem Eis, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Aber wir gehen erstmal links lang. Hier haben wir einen Bicycle Hire Shop. Also hier kann man Fahrräder wohl mieten. Okay, hier sind wahrscheinlich kaputte Fahrräder. Richtig. Im Hinterhof. Und hier sind die ganzen Fahrräder, die man mieten kann. Coole Idee. Ich frage mich nur, wer fährt durch den Zoo mit dem Fahrrad? Ist das nicht voll gefährlich durch so eine Menschenmenge? Ich meine, ich habe das jetzt mittlerweile schon häufiger gesehen, dass ihr da sowas verbaut habt, aber ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen in einem Zoo. Irgendwie komisch, oder? So, hier sind Blumen. Hier ist nochmal ein schönes Geschäft, so im nordamerikanischen Stil, würde ich sagen. Dieser Holzstil, dann da oben so ein Bär drauf. Hier auch schöne Deko. Finde ich cool. Oh, hier geht's mega steil runter. Und hier sogar ein Gehege. Wow, wie cool. Ein Wolfsgehege. Gut, der Hintergrund ist natürlich jetzt hier noch nicht fertig. Da bist du, hast du wahrscheinlich noch nicht weitergebaut. Aber das sieht cool aus. Ich mag, dass das so tief ist. Das sieht richtig aus wie so ein Tal. Also man guckt so von richtig weit oben nach unten. Das finde ich cool. Hier auch diese Wolfsstatuen. Das sieht toll aus. Gehen wir mal hier links so ein bisschen. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist so ein Schild, ein Infoschild. Wölfe. Und ein schönes Werbeschild. Auch cooles Design, wie das aussieht. Hier hast du auch alles abgezäunt so ein bisschen. Wow, gefällt mir richtig gut. Vor allem, die können hier sogar richtig hoch, die Wölfe. Und da hinten geht sogar eine Treppe runter ins Gehege, oder? Ah ne, ich glaube, die geht dahinter lang, ne? Interessant. Aber wirklich sehr schönes Gehege, auch hier ein Wasserfall. Den sehen wir leider von dieser Seite gar nicht so gut. Aber finde ich mega schön. Cool. Oh, dieser Eisberg. Da gehen wir gleich hin zu dem Gletscher, da bin ich echt gespannt. Wir gehen jetzt aber erstmal einmal hier nach unten. Okay, man geht tatsächlich nur hier hinter vorbei. Schade, dass man nicht so ins Gehege reingeht, das wäre auch richtig cool gewesen. Ein schönes Gewässer hast du hier gebaut, schöner Wasserfall. Auch interessante Höhlenform hier mit so Stützpfeilern. Also das mit der Felsarbeit, da machst du wirklich sehr gute Arbeit. Einen ganz tollen Stil dabei. Auch das hier sieht richtig cool aus. Sehr interessantes Gehege auf jeden Fall. Mega, mega cool. Oh mein Gott, dieser Eisberg.
sieht schon irgendwie ein bisschen, also nicht natürlich aus, aber sieht cool aus irgendwie. Ich finde diese Eisfelsen echt nice. Wow, das sieht so gut aus. Schauen wir uns nachher mal von oben an, da bin ich echt gespannt. Hier nochmal schöne Blumen. Und hier kommt das nächste Gehege, nämlich ein Eisbärengehege. Ja, was könnte es auch anders sein? Und jetzt seht ihr mal den Eisberg in voller Pracht. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Kommt auch gerade der Eisbär raus. Also wow, sieht wirklich gut aus. Und auch das Gewässer hier. Mega interessanter Wasserfall und auch echt gut von den Düsen. Man sieht keine einzige Düse. Alles schön in Felsen platziert. Der Wasserverlauf sieht super aus. Die Felsarbeit hier auch. Hammer. Also richtig cooler Eisberg. Oh, wie süß. Wie er planscht. Die können auch voll gut schwimmen eigentlich, oder? Ich habe schon öfter Videos gesehen, wo die dann so aus dem Wasser auftauchen und so. Die Eisbären sind, glaube ich, gar nicht so unbegabt. Sieht mega nice aus, also wirklich. Sieht mega unnatürlich aus. Auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht. Das kann man halt nur in so einer richtigen Eisgegend machen. Aber es sieht richtig cool aus. Also mir gefällt das gut. Und hier ist dann auch der Übergang zum normalen Fels. Hast auch schön bepflanzt hier. Ha, tolles Gehege. Wirklich sehr interessant. Die sind so niedlich. Hier geht es auch nochmal in eine Höhle rein. Und die dann so ein bisschen chillen. Oder geht es sogar noch weiter nach unten. Oh, hier ist auch einer. Okay, die scheinen hier wirklich richtig viel Platz zu haben. Aber ich glaube, Eisbären sind ja auch mittlerweile im Spiel die Tiere, die am meisten Platz brauchen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass du deswegen da so eine große Höhle draus gemacht hast. Auch hier toll, dass du da nochmal einen Felsen hingemacht hast. Ja, wirklich cooles Gehege. Schauen wir uns nachher noch von oben an. Essen und Trinken. Auch ein schöner Stil hier bei dem Laden. Wieder mit diesen Holz-Metall-Kombinationen und den Schieferdächern. Ist leider ein bisschen voll hier. Lampen und vier Läden. Und nochmal ein Eisbergschild. Schön den Mitarbeitereingang versteckt. Okay, hier können die Leute nochmal sitzen so ein bisschen. Warum sind hier denn solche Protestleute? Sind etwa die Toiletten nicht sauber? Nee, Abru, was auch immer das heißt. Oh, hier würde ich mich direkt hinsetzen. Und auf die Leere starren. Nicht schlecht. Ja, cool gemacht. Auch, dass du die Toiletten hier nach hinten platziert hast. Finde ich sehr cool. Die da nicht so direkt vorne sind. Oh, hier ist zwar nochmal der gleiche Laden, so wie es aussieht. Wahrscheinlich mit vier verschiedenen oder vier anderen Geschäften drin. Cool. Oh, hier ist sogar Ausschilderung. Ausgang. Bergrundgang. Oh, da gehen wir gleich mal lang. Erstmal gehen wir nochmal ein kleines Stück hier lang. Ein Spielplatz mit einer selbstgebauten Schaukel, einem Sandkasten, Rutsche. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr am liebsten früher gemacht habt. Schaukeln, Rutsche oder Sandkasten? Ich glaube, ich wäre Team Sandkasten. Aber Schaukel fand ich auch cool. Ich glaube, Sandkasten fand ich cooler, als ich noch kleiner war. Und als ich irgendwann ein bisschen größer war, fand ich Schaukel cooler. Rutsche ist auch cool, aber ich glaube, das würde auf jeden Fall auf Platz 3 sein. Wippe fand ich auch immer cool. Wippe hat auch Spaß gemacht. Oh, hier, eine coole Idee. Das ist nochmal so ein kleiner Unterstand für die Eltern, wo die dann sitzen können. Mega cool. Dann können die Kinder hier spielen, die Eltern können was essen, sich unterhalten und da so ein bisschen sitzen. Finde ich cool. Hier ist auch noch so ein Haus geplant. Oh, alles mit diesem DLC-Teilen. Sieht richtig schön aus. Hier können die Leute auch sitzen. Cool. Aber hier bist du leider noch nicht weitergekommen. Kannst dein Zoo aber gerne nochmal einschicken. Hier ist schon das nächste Gehege. Was haben wir denn hier? Oh, nochmal Bären. Okay. Geh einfach mal rein ins Gehege. Ah! Erstes Secret gefunden. Eine Schubkarre mit Obst. Das hast du doch geschrieben. Jetzt fehlt nur noch das eingefrorene Fahrrad. Oh, wie süß. Was bist du denn? Ein Isabelle-Bär. Ach, niedlich. Oh, der hat sich ja richtig versteckt hier. Hier schläft die Mama. Das ist noch ein Baby. Hier ist auch die Höhle versteckt. Hat man gar nicht gesehen zwischen den Büschen. Finde ich aber cool. Hier umgefallene Bäume und auch richtig schöne Klettermöglichkeiten. Ich finde das cool, dass du die Klettermöglichkeiten über das Wasser so gemacht hast. Mega nice. Wie das aussieht. Guckt euch dieses Monstrum an auf so einem kleinen Balken. Auch ein schöner Wasserfall. Man sieht keine einzige Düse. Der Wasserverlauf sieht super aus. Hast du toll gemacht. Oh, da oben kann man auch rauf. Cool. Also bis jetzt ist dein Zoo wirklich richtig, richtig gut. Du hast einen ganz tollen Baustil. Und jetzt gehen wir mal den Bergrundgang ein bisschen lang. Boah, viele Leute. Das sind Menschenmassen in echt.
Bin ich echt kein Fan von. Oh, hier können wir nochmal komplett runter gucken auf die Isabellbären. Mega schöne Aussicht, oder? Ja, richtig gut gemacht. Oh, auch hier wieder diese Holz-Metall-Kombinations-Dinger. Finde ich cool als Begrenzung. Und, oh, ich sehe gar nichts. Hier geht es auf jeden Fall nochmal auf so einen Beobachtungsplattform. Oh, hier sind Rentiere. Ach, wie süß. Finde ich auch toll, die Rentiere. Schönes Gehege auch hier. Oh, das ist voll interessant. Hier ist das Bärengehege, hier das Rentiergehege. Das heißt, sind so direkte Nachbarn. Die Rentiere können sogar bis hierhin und dahin können die Bären. Das ist ja gemein. Die Bären gucken dann immer so hoch. Oh, ich will ein lecker Rentier essen und können da nicht hin. Eine coole Idee. Auch wieder ein tolles Gehege. Oh, das ist auch voll das längliche Gehege. Schaut mal. Mega interessante Gehegeform. Es geht hier einmal so richtig längs. Cool. Und du hast auch hier wieder Höhenunterschiede eingebaut. Du hast allgemein sehr viel mit Höhenunterschieden gearbeitet. Und das finde ich richtig gut. So, was haben wir hier? Und nochmal Bären, aber das sind wieder andere. Boah, die Leute stehen auch im Weg rum, ne? Schlimm ist das. Was haben wir denn hier? Wieder eine Höhle. Ja, mega interessant. Ich finde diese Gletscher oder diesen, wie heißen die denn genau? Eisfelsen, okay. Finde ich mega cool irgendwie. Ah, guck mal. Da sind gar keine Bären drin. Hier sind Polarwölfe drin. War da nicht ein Bärenschild am Eingang? Hm, ich weiß es nicht. Auch sehr interessantes Gehege. Ja, mega. Oh. Putzig. Geht's hier auch? Ah, okay. Interessant. Hier sind schon direkt die Bären. Also das mit den Gehegen ist echt krass. Da hat man ja echt Angst, dass hier so ein kleines Wolfsjunges runterfällt und dann snackt sich hier der Riesenbär ein. Grizzlybär, haben wir die schon gesehen vorhin? Oh, das ist auch ein anderes Gehege. Ich glaube, das ist auch schon wieder ein anderes Gehege. Ach, dafür war das Bärenschild. Dann war das gar nicht falsch. Ah, ich verstehe. Das habe ich vorhin übersehen, weil ich nur auf die Seite bei den Rentieren hingeguckt habe. Ich war ja vorhin hier auf der Brücke. Krass, wie viele Gehege du auf so einem engen Raum untergebracht hast. Ah, seht ihr. Hier ist nämlich das Grizzlybärenschild für hier vorne. Cool. Oh, guck mal. Die Leute stehen hier und hier planschen die Bären. Ganz tolle Gehegegestaltung. Wirklich. Hinten ist dann nochmal eine schöne Höhle. Ich finde es auch gut, dass die Bären dann immer eine schöne Höhle haben, wo sie sich echt zurückziehen können. Wäre natürlich noch mega cool, wenn du hier noch irgendwie so eine Untergrund-Viewing-Area hättest. Das wäre richtig cool. Das würde ich richtig feiern. Aber so ist es auch schon cool. Vielleicht kannst du das ja noch im Nachhinein oder so einfügen. Wobei das immer sehr schwer ist, unterirdisch noch zu arbeiten im Nachhinein. Da macht man sich gerne was mit kaputt. So, den Rundgang wollte ich eigentlich lang gehen, ne? Jetzt bin ich schon wieder komplett... Sind die Schilder? Da, Rundgang. Denk mal, ich muss hier rechts hochgehen, ne? Bin wahrscheinlich schon wieder komplett abgewichen. Okay, jetzt auch nochmal das Bärenschild. Das sind jetzt die Grizzlies, ne? Wo waren denn die Isabellbären? Waren die hier einen unter? Ja, die waren hier, okay. Jetzt checke ich so langsam. Und hier sind die Eisbären. Oh, das Eisbärengehege ist wirklich mein Highlight. Diesen Eisgletschern. Oh, wir haben das zweite Secret gefunden. Da ist das Fahrrad. Das eingefrorene. Sehr schön. Oh, können die Eisbären hier lang klettern? Müssen wir uns mal nachher anschauen. Mega interessant. Nee, hier ist schon das nächste Gehege. Oha. Hier sind Tiger oder was? Scheint so. Oh ja, okay. Krass. Also wie du die Gehege miteinander so verbunden hast, das ist mega cool. Die sind halt wirklich so in einem Guss. Man sieht nicht mal die Grenzen so richtig. Wo sind denn die Tiger? Versteckt ihr euch? Ah, schlafen gerade. Ja gut, wollen wir sie nicht wecken? Nicht, dass sie uns fressen. Ja, richtig cool. Das schauen wir uns gleich mal von oben an, den ganzen Kram hier. Sieht, glaube ich, richtig nice aus, dieser Eisfelsen. Okay. Hier haben wir dann nochmal einen Blick auf die Grizzlies von oben. Habe ich noch nie so gesehen mit diesen Gletschern. Und hier haben wir das nächste Gehege direkt. Auch wieder mit einem wunderschönen Wasserfall. Das sind jetzt Schneeleoparden.
Das sind ja auf jeden Fall so Tiere, die ich unbedingt mal in echt sehen möchte. Ich werde irgendwann nochmal in den Zoo gehen, wo es Schneeleoparden gibt. Sind so süß. Mit ihrem Plüschschweif. Aber sind die wirklich so weiß? Ich habe die schon ein paar Mal auf YouTube, in YouTube-Videos gesehen. Da waren die eher so ein bisschen Richtung gelblich. Also so Richtung normale Leoparden. Auch interessantes Gehege, dass die hier noch so hinter können und sich dann hier hinschillen können. Haben auch einen ganz tollen Rückzugsort. Okay, das ist für die Mitarbeiter. Mega cool. Das müssen wir uns unbedingt gleich von oben angucken. Weil es alles sehr verwinkelt, dann können wir das wahrscheinlich ein bisschen besser sehen. Ist hier auch ein Gehege? Nee, ist einfach nur ein bisschen Deko. Oder? Nee, ist doch ein Gehege. Schon wieder ein Bär. Ach da, der taiwanische Schwarzbär ist hier. Also es mit den Gehegen ist echt krass, wie du das gemacht hast. Es ist gefühlt alles so auf einem großen Berg. Und man kommt immer von Gehege zu Gehege. Ah, Gott, hier leben... Was? Hat der sich jetzt verlaufen, oder? Polarwolf. Hier ist doch eh was schiefgelaufen, oder? Polarwolf im Schwarzbärgehege? Okay, ich glaube, das soll so nicht. Der ist wahrscheinlich ausgebüxt. Oder? Hier ist das Polarwolfgehege. Also er scheint irgendwie rübergekommen zu sein. Interessant. Okay, hier ist auch nochmal eine schöne Aussichtsplattform. Und hier kann man wirklich alles sehen. Mega cool. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Jetzt sind wir einmal drumherum gegangen. Hier waren wir ja gerade schon. Die Rentiere gucken. Ja, mega schön. Also es war jetzt nicht so mega riesig, aber klein und fein. Also wirklich richtig schöne Gehegearbeit, Felsarbeit, Wasserfallarbeit, viele Details, viel Deko. Hat mir richtig gut bis jetzt gefallen. Hinten geht es auch nochmal lang. Oh, schau mal, hier haben wir auch nochmal so eine schöne Area, wo man reingucken kann. Kann man sich auch hinsetzen. Auch ein sehr interessantes Gebäude hier. Ist ein Vivarium, aber leider kein Tier drin, ne? Und was haben wir hier? Kaputtes Auto. Das qualmt. Und nochmal so eine Chill-Area. Mit einem schönen Lagerfeuer, wie cool. Ein paar Zelte, ein paar Stühle. Sehr schön. Hier nochmal so ein bisschen Deko. Oh, wie brutal. Oh, guck mal hier schon die Details an. Oh mein Gott. Da hat sich ein Wolf, ein Reh oder ein Bock oder sowas gerissen. Ah, jetzt sind wir unten bei den Rentieren. Oh, wie cool nah man denn die ran kann. Das ist ja nice. Ist ja fast wie so ein Streichelzoo. Können die hier nicht rüberspringen? Ich finde, die sehen so agil aus. Ich hätte es echt gedacht, dass die hier... easy rüberjumpen können. Aber anscheinend geht das nicht. Finde ich aber richtig cool. Man kann die echt von mega nah beobachten, wie sie dann hier ihre Früchte essen. Aber auch sehr schön gemacht hier. Das Schild hier. Sieht cool aus mit dem... in diesem Holzstil. Finde ich toll. Hier hinten geht es nochmal lang. Ah, hier haben wir nochmal so einen kleinen Laden. Auch sehr schön. Und hier sind dann unterirdisch... paar Mitarbeitereinrichtungen. Das finde ich ja immer so, sowieso immer mega smart. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die Außenperspektive und schauen uns das Ganze mal an, was wir gesehen haben. Toller Eingangsbereich. Sieht echt nice aus. Schöne Wegform, schöne Gestaltung, schöne Felsarbeit. Oh, guckt euch dieses Wolfsgehege einfach an. Wie viel Arbeit da drin steckt. Jeder Felsen wirklich einzeln platziert, das sieht man auch. Das sieht richtig cool aus. Guck mal hier, die ganzen Babys. Die haben gerade Schwimmunterricht. Ich war mal der Hintere. Nee, ich war tatsächlich früher im Schwimmunterricht immer sehr gut. Ich habe sogar mein Goldabzeichen im Schwimmen. Falls es sowas noch gibt. So, wir schauen mal ganz kurz hier nach. Das interessiert mich nämlich. Gehege, passierbarer Bereich. Okay, das ist krass. Guck mal, wo die alles hinklettern können. Die können sogar bis da oben hin. Hier können die überall lang... Das ist mega. Also die können bis hier oben hin. Hier hinten können die überall lang klettern. Heftig cool. Okay, jetzt gehen wir mal in mein Lieblingsgehege. Wow, schaut euch diesen Eisberg an. Oh mein Gott. Auch die Wasserfälle, die sehen so gut aus. Okay, das ist heftig. Wie cool das einfach aussieht. Das ist so richtig gute Felsarbeit.
Sieht wirklich wie in einem Guss aus. Hast du echt gut gemacht. Bin ich mal hier gespannt, wo die überall hin können. Okay, interessant. Oh, das habe ich... Okay, die scheinen hier vorne den Bereich zu haben. Unterirdisch natürlich, da waren wir gerade. Und die können sogar noch da oben hoch. Also hier können die noch hoch. Hier können die dann noch planschen. Finde ich cool. Schade, dass die hier nicht drauf können. Das wäre noch cool, wenn die hier oben neben die Statue könnten. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Also es ist wirklich ein ganz tolles Gehege. Und hier oben ist dann direkt das Tigergehege. Das ist krass, ne? Es ist echt wie in so einem Guss. Wo ich nochmal eben gespannt bin. Wir schauen uns erstmal nochmal eben alles an. Wie heftig dieser Berg einfach aussieht, ne? Also der Zoo ist wirklich nicht groß, wenn ihr mal schaut. Aber so viele Gehege auf so einem engen Raum und so schön unterzubringen, das ist echt eine Meisterleistung. Sieht echt schön aus. Ich bin wirklich begeistert von deinem Zoo. Fällt mir richtig gut. Ey, guckt euch das mal an. Cool das ist. Bin jetzt mal bei denen hier noch gespannt, bei den Dudes. Warum sich hier ein Polarwolf in das Gehege verirrt hat. Oh, hier geht's auch noch rein, so wie es aussieht. Hier ist nochmal eine Höhle. Warum auch immer du hier so Baumstämme hast. Warum ist der Polarwolf hier? Gucken wir mal bei den Polarwölfen. Die scheinen aber hier nicht ausbüchsen zu können. Auch nicht unterirdisch. Okay, der scheint sich irgendwie dahin verirrt zu haben. Irgendwas ist da passiert. Das hier ist das Rentiergehege. Hier ist direkt das Isabelbär-Gehege. Oh, guck mal, die Rentiere haben sogar nochmal so einen richtig schönen Unterstand hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Also wirklich cool. Wie viele Felsen das hier auch sind, ne? Ich würde gerne mal wissen, wie lange du an diesem Berg gesessen hast. Das ist ja echt der Hammer. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben. Genji war dein Name, ne? Ja. Genji war dein Name. Und wir machen nochmal kurz hier dunkel. Schauen wir uns das Ganze nochmal so an, bevor ich es vergesse. Okay. Beleuchtungstechnisch hast du jetzt hier noch nicht so viel gemacht. Ich glaube, da hast du noch nicht so viel Wert drauf gelegt. Auch hier ist ein bisschen beleuchtet. Das ist ganz schön. Oh, wie schön das Feuer hier aussieht. Cool. Ich glaube, ich habe aber nichts vergessen. War ein wirklich richtig toller Zoo. Zoomania hieß er ja. Wenn du ihn weiterbaust, kannst du ihn gerne nochmal einschicken. Ich habe auch sogar noch 60 FPS. Das heißt, du kannst wirklich noch eine ganze Ecke weiterbauen. Hier sind auch noch so einige Schilder. Okay, das scheint aus einem Workshop zu sein. Sieht zumindest so aus. Sehr cool, wirklich. Ich würde sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Genji fandet. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.